Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, ich habe hier ein bisschen was umgeändert. Hab noch die. Wer kommt denn da an? Nein, es ist der Soul. Servus! Servus! Ja, ich habe Ja. deinen Hilferuf gehört und dachte mir, jetzt muss ich doch mal hierher kommen. Genau, also er ist endlich wieder da. Lange nicht mehr blicken gelassen, aber hat sich doch gestern wieder bei mir gemeldet, hat mal gesagt, ja, hör mal zu, wie wär's mal so nur eine kleine Runde. Ich helfe dir wieder mit dem Zugbau. Ja, Ja. das war durch die Blumen. Ja, Hilfe, Saul, komm wieder. Und ich sage, komm, ich kann ihn jetzt nicht leiden lassen, da musst du einfach mal wieder hin. Ja. Gut, also wir haben noch ein bisschen, ja, so zwischendurch ein bisschen was hier aufgebaut. Wir haben noch die Produktion für das Holz etwas vergrößert, weil die 4 Stück, die hätten im späteren Verlauf nicht gereicht für die Holzproduktion selber. Nee. Dann habe ich hier unten das mit der Strom, also mit der Kohle etwas verbessert. Auf die Idee, ja, wäre ich jetzt da nicht drauf gekommen. Und zwar tue ich ja mit Yuki die Kohle im Breschwerk in Kohlestaub umwandeln. Die werden in einfache Briketts gemacht, also in Kohlebriketts, und dann im späteren Verlauf in die Kohle stapeln. Weil die haben halt mehr Brennwert, also 57 Megajoule. Und dann brennen auch unten die Öfen, also die Dampfkesseln, die brennen dann etwas länger durch. So, das ist das Einzige, was ich noch geändert habe. Und offscreen natürlich auch die super tolle Zugstrecke. Ich Die habe. ich schon halber wieder dezimiert habe, aber ich lasse sie so, wie du sie hast. Ja, Und also optimiere ich die quasi von der Breite noch. genau, also irgendwann muss ich es ja auch lernen mit der Zugstrecke. Oh, hier ist Da die. habe ich ganz nebenbei offscreen vorhin gesagt, mal, dann solltest du einfach mal daneben stehen, dann siehst du das, wie das geht. Genau, aber lieber selber probieren. Ja. Also wie Aber gesagt, alles du hast was. es kapiert mittlerweile mit den Signalen. Das ist schon mal Genau, gut. also alle, überall wo eine Kreuzung ist, quasi was abfährt, also wegfährt, kommt ein sogenannter Zugkettensignal hinein. Ja, dass er immer, sage ich mal so, ja, vorausschauend alles sieht. Genau. Und alles, was in den Bahnhof reinfährt, da kommt einfach ein ganz normaler Zugsignal hinein, der wo einfach anzeigt, hör mal zu, da ist rot, fertig, da geht's nicht weiter. Und dasselbe auch hier unten, da ist nämlich auch ein Zugkettensignal drin, also an jeder Kreuzung, alles was so hoch geht, ein Zugkettensignal. Der zeigt dann an, ja, hör mal zu, da ist belegt, da nicht reinfahren, nimm doch bitte einfach den nächsten Bahnhof. Also alles, was so reingeht, immer ein Zugkettensignal, alles, was so, ja, nochmal rausgeht, auf der gegensätzlichen Seite ebenfalls ein Zugkettensignal. Also es ist eigentlich simpel, wenn man es so nimmt. Es ist es auch. Also da habe ich mich am Anfang meistens immer schwer getan, ja, Zugsignal, Zugkettensignal. Das habe ich nie so richtig verstanden. Und ja, irgendwann geht das auch so. Gut. Ja, Forschung, Forschung. Ich habe noch 2 Mods hinzugemacht. Und zwar einmal die Subterran Liquid Logistik. Das heißt, wir können da bis zu, also ja, Fließbändern herstellen, eine Länge von 200, also Tunnels von 250 Einheiten. Und dasselbe auch mit den Rohren, also ebenfalls 250 Einheiten. Yep. Alles gut und schön mit den 30er und 50er, aber irgendwann gibt es auch Strecken, wo die 50er nicht mehr ausreichen und da braucht man nochmal eine Stufe höher. Und deswegen halt jetzt halt die 250er. Und was wir noch dabei haben, weil ich ihm gesagt habe, er soll sich mal das Smart Display drauf machen. Das ist so eine saugeile Tafel. Die setzt du einfach hier, wenn das jetzt eine Kiste oder ein Ofen ist, und das wäre jetzt die Tafel. Würdest du einfach von der Tafel, also der Greifarm ist der Tafel, ein rotes Kabel dahinsetzen und das, was da hergestellt wird oder drin liegt, auswählen im Logistikbild. Und dann steht die exakte Menge, was da drin ist. Das heißt, du musst noch Genau. nicht mal mit der Maus drüber fahren, sondern einfach im Vorbeilaufen siehst du dann oben drüber 2000 Ja, zum genau. Beispiel. Richtig. Also Das ist halt genial. das ist schon wirklich gut gemacht. Da braucht man nicht immer in die Kiste reinzurennen oder ja, mit dem Mauszeiger drauf zu gehen, für nachzuschauen, wie viel da drin ist. Und dann wird das nämlich alles. Und das funktioniert auch bei Öl und Co., ne? Also du siehst immer aktuell den Wert, was in dem Fass drin ist.
Ah, okay, Also, wow. selbst wenn die Raffinerie jetzt was verbraucht, siehst du dann, wie die Zahl sinkt. Und wenn der Zug dann wieder was liefert, siehst du, wie die sich steigen. Das in Echtzeit, ne? Also, so wie es ist. Ah, das ist cool, das ist cool. Also braucht man nicht mehr mit den Lämpchen zu Nee, weil du siehst ja bauen. dann, oh, da sind nur noch 100 Öl drin, scheiße, gleich ist aus. Ja, ey, das finde ich jetzt auch gut gelöst. So, Holz läuft, Ja. wunderbar. Gut. So. Ja, und das, was ich auch wieder umgeändert habe, ist halt mit den Zahnrädern. Und zwar war es nicht Bob gewesen, wo das Update hatte, sondern Five Team selber, also Five Team Oz. Und das hatte eher zu Problemen geführt, weil ich hatte mal so just for fun noch so ein Spielchen noch für mich so gespielt, also komplett offscreen. Und ja, nach einer gewissen Zeit war da auch Feierabend gewesen, weil für die roten Fläschchen herzustellen, bräuchte ich dann diese Tinzahnräder. Aber die Tinzahnräder kann ich halt nur in der Fabrik herstellen. Da ich aber keine Fabrik bauen kann, muss ich diese erforschen. Und ja, da ging es leider auch nicht, weil ich keine roten Fläschchen bauen konnte ohne diese Zahnräder. Das ist natürlich, ja. Und ja, das Problem war ja auch, es geht ja halt nur in diesen Metall, also in diesen chemischen Ofen, diese Tinplates herzustellen. Das andere sind normale Zinnplatten, das andere sind Tinplates. Das sind wieder zwei Paar Schuhe und da gab es halt immer so ein paar Probleme mit diesen zwei Mods. Und deswegen habe ich das entfernt. Genau, ich musste den chemischen Ofen musste ich erforschen, damit ich diese Tinplates herstellen konnte. Und das ging nicht. Ja. Ah, okay. Das war da, ja. Und deswegen habe ich mal gedacht, komm, Arsch lecken, jetzt geht's weg. Junge, ist Ja. aber gut hier, Ja, ne? deswegen hatte ich eher gedacht, dass da wieder Bob nochmal irgendwelche Mods drauf hatte. Also nochmal seine Updates gemacht hat, aber Ja, der Bob halt, ne? Bob halt. Was hatte ich jetzt da gerade erforscht? Ach so, ja, genau. Für Ich mache die. jetzt gerade die Anzeigetafel. Genau, richtig. So, gut. Hier läuft alles so, wie es sein soll. Genau. Sehr schön. Ich hatte irgendwo noch schnelle Greifarme. Nein, hatte ich nicht mehr. Hatte sie alle gar verbraten. Wobei, die kann ich jetzt da wegmachen. Und baue mir jetzt da schnelle Greifarme. So. Ach so, das geht nicht. Was wollte ich jetzt dann? Ach so, ich brauche ja ein Fast Speed Insert Near. Was? Oh, das geht auch nicht. Oh. Oh, hört sich nicht gut an. Ja, irgendwie gibt es Probleme mit den Inserter, mit den Nears. Okay. Die werden dann irgendwie zu den normalen wieder. Sie werden richtig angezeigt, aber sobald man diese platziert, ändert sich da. Warte mal, wieso macht denn der das jetzt da nicht mehr? Ja, sie werden also dieser gelbe Pfeil, der verrutscht wieder. Das heißt, da gibt es jetzt auch wieder Probleme mit der Mod. Und ja, genau, das ist es. Und die intelligenten Greifarme, was ich unten hingestellt habe, die packen das nicht mehr ins Innere vom Band, sondern ins äußere Band. Ja, okay. Ja gut, okay, dann. Oh, scheiße. Okay, dann sind die jetzt auch verbuggt. Na toll. Die funktionieren auch nicht. Oder, warte. Ich habe doch hier diese andere Mod drauf, wo man die Greifarme modifizieren kann. Ah, wo die dir auch über Eck und sowas machen kannst, ne? Genau richtig. Nur ich weiß nämlich nicht, wie das richtig funktioniert. Probieren geht über Studieren. Ausgabe.
Muss ich dann den jeweiligen angewählt haben? Eigentlich ja, ne? Wie sich das funktioniert. Aufnahme, das ist die Abgabe. Lange Aufnahme, nahe Bandbreite. Okay, da muss ich mal nachschauen, wie das nochmal funktioniert mit diesen. Mit diesem Greifarm. Vielleicht das noch erforschen, ich weiß nicht. Ah, jetzt macht. Ah, ne? Doch, jetzt macht das. Ah, cool. Okay. So, hier habe ich mal kurz als Beispiel so eine Tafel aufgestellt. Da markiere ich jetzt das Holz. So. Siehst du das? Ja, sehe ich. In Echtzeit kriegst du dann immer angezeigt, wie viel Holz ist in der Kiste, wie viel Holz wird wieder rausgenommen. Mhm. Das ist halt das Geniale irgendwo. Das stimmt, ja. Ach du Scheiße. Was ist los? Scheiße, okay, das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, du machst jetzt den langen Weg, okay. Jetzt machst du den kurzen Weg. Ist die Frage, macht ihr das nur mit dem hier oder auch... Ja, ihr macht das bei allen Fließbändern, wo ich setze. Ach, scheiße. Er macht das bei allen. Ja, er macht das irgendwie dann bei den allen Fließbändern, macht er das. Schade, ich dachte, man könnte die einzeln konfigurieren. Okay. Das geht aber irgendwie nicht. Kann sein, dass es funktioniert, aber ich weiß nicht wie. Weil so habe ich jetzt alle Fließbänder werden jetzt so programmiert. Schade. Egal. Vielleicht gibt es nochmal eine Möglichkeit. 288, okay, sehr schön. Also finde ich cool gelöst. Also nettes Ding. So, dann Licht brauchen wir nicht. Ja, die Glock, die haben wir auch entfernt, die Mod. Die ist so für den Arsch. Die brauchen wir nicht, weil wir eh ständig Tag haben. Deswegen, also unnötig. Also mehr als hell kann ja nicht werden. Ja, genau. So, dann mache ich die hier noch. Aber theoretisch, wenn ich den jetzt hier mache. Genau, jetzt macht er das auf dem Inneren von dem Band. Na. Nee, macht er nicht. Macht er doch aus dem ins äußere Band. Egal, das bleibt jetzt so, wie es ist. Okay, ich sehe gerade, an Öfen kann man die Tafel leider nicht anbringen. Geht das nicht? Ah, okay. Nee, sonst hätte man nämlich jetzt die Öfen nur hier mit Kisten, dem Pfosten. Ja? Ja, sonst hätte man jetzt hier die Öfen mit dem Pfosten mit verbinden können. Hätte dann eine Tafel hingestellt, dann hättest du genau gewusst, wie viel du noch in der Gesamtproduktion hast. Ich denke aber, mit den elektrischen dürfte es wiederum funktionieren. Ja. Ah, wobei, ich könnte die Hochöfen habe ich jetzt da schon. Haben wir die schon? Ja, die habe ich schon. Okay, ging die so früh? Ja, eigentlich schon. Ach, du meinst die Öfen. Ja, die ganz normalen Brennöfen. Ich habe eben die elektrischen gemeint. Über kurz, über lang, auch wenn ich dich damit nerve, sollten wir uns mal Gedanken machen wegen den Motoren. Mache ich doch gerade, hier oben. Steht's doch. Ah, okay. Motor 2? Was ist Motor 2? Oh, nee, das ist der falsche. Oh. Egal. Wir brauchen Diesel-Lokomotor. Hast du doch schon, oder? Elektro? Moment. Ja, haben wir schon. Hab ich doch schon. Stahl, Zahnrad und Eisenrohr. Hab ich doch alles. Was redest du denn da? Ich hab doch alles. So, hier mache ich eine kleine Umänderung. Da habe ich auch nicht mitgedacht. Das ist sauschlimm.
Warum ist das Soul wieder da? Muss ich hier alles wieder umbauen? Das ist nicht witzig. Was? Was? Ja. Was? Stromausfall? Ja, passiert. So. Ja, ich habe gerade was gefunden, wo so eine Tafel vielleicht auch noch praktisch wäre. Bei deiner Brikettkiste hier unten. Theoretisch. Ja, müsste eigentlich gehen. Ja, geht. Bloß muss man die auch mal einstellen noch. Und nicht einfach wegrennen, wie ich es eben machen wollte. Anfänger. Ups. Schande über mich. Wow, 36 sind drin. Wahnsinn. 39. Yay. Läuft. 40. Gluck. Ja, das ist so ein schönes Corona-Bier. Nein, ich krieg kein Geld dafür. Ich muss die scheiß Auto selbst kaufen. Sowas aber auch, ne? Verflucht. So. Oh, wir kommen in der Disco. Hier blinkt alles. Wo? Ja, hier, die Disco. Ah, schade, Disco wiederum. Ja. Es haben sich die ganze Greifarme wieder gedreht. Düdüm. Nee, es geht nicht. Also, er übernimmt alle Greifarme. Das ist, das ist kacke. Ach so, ich habe gemeint, du kannst einen anklicken und könntest den dann manuell. Ah, das ist natürlich doof. Ja, das war nämlich auch mein Gedanke gewesen. Gut, wobei, ich müsste die einschalten, dann den so konfigurieren, dann wieder ausschalten. Dann könnte es gehen. Weil wenn der andere, wo unten ist, wo der das Kupfer unten einfügt, der müsste jetzt da eigentlich noch, genau. Ja, ich muss einschalten, Greifarm setzen und dann wieder ausschalten, dass der dann irgendwie gespeichert wird. Also, ja, ganz doofe Regelung. Aber was will man da machen? So, gut. Ja, das wieder mal. Wieder mal sind wir nicht bei Blizzard, denen könnte man die Schuld geben. Mhm. Ja, wir haben ein Problem mit Blizzard. Woran kommt denn das nur, dass wir ein Problem haben? Ich weiß auch nicht. So. Mysteriös. So. Binnedünn. Gut. Motor 2 beendet. Brauchen wir eigentlich ja nicht. So. Achso, es gibt ja schon wieder keinen Strom. Oh. Oh. Wenn Sie der Meinung sind, das ist scheiße, behalten Sie die Meinung für sich. So, machen wir hier noch ein bisschen Saft. Na, das war jetzt falsch. So. Reicht's? Nee, reicht nicht. Ach, verdammt. So, Strom. Gib mir noch bitte 5 Stück. Danke. So, jetzt ist Strom wieder da. Gut. So. Ups, Quatsch. So rum. Ach, da oben habe ich keine hingesetzt. Jetzt aber. Oh, hier fehlt Strom. Ach, kein Problem. Ach, falsche Richtung. Falsche Richtung. So. So, lange Greifarme. Hier muss noch einmal verlängert werden. So, dann läuft auch Kupfer wieder an. So. Sieht eigentlich schon recht gut aus mit Kupfer. Außer, dass ich jetzt hier knapp 10.000 Platten habe mit Kupfer. Advanced Mining Tools. Auf geht's. Ach komm, ich stopp hier die Kupfermaschinen voll mit Kupfer. Da. Wo wird hier noch Kupfer benötigt? Kupfer. Hier oben. So. Ein bisschen Kupfer behalte ich noch. Was hatte ich nicht mehr?
mehr Eisen noch vorrätig gehabt. Oh. Oh. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, ja, okay. Eisen wird knapp, oder was? Ja, fast. Fast, fast. Okay. Aber gar kein Problem. Mining Trill Speed. Abbaukraft. Ja. Komm, ich hol die Speed-Dinger raus. Nehmen wir die Speed-Dinger. Was soll's. Okay, das war's. Hier habe ich das hingesetzt. Komm. Dann so. Ach Gott. Und der Speed geht los. Okay, ich könnte mal Steam ausschalten. Bekommt doch wieder komische Nachrichten, obwohl ich das ausgestellt habe. Ja, jetzt sieht es immer mit dem Eisen gut aus. Können die Öfen noch ein bisschen produzieren. Yeah, baby. So, was habe ich denn hier nochmal gebaut? Achso, ja, genau. Wenn die Forschung hier durch ist, könnte man noch die Mining Tools mal forschen. Ja, genau, richtig. Eine gute Überlegung wert. Mining Tools. Genau, der Pressdufthammer. Da können wir halt schneller abbauen. Haha. Motoren machst du ja schon, ne? Ist gerade eine Produktion am Laufen. Ah, sehr schön. Ich lenke jetzt nur mal hier deine Produktionsbänder um. Nach unten. Passt, passt. Ja, oder auch nicht. Wieso? Weil keine Bänder. Oh, jetzt aber. Hast du da irgendwo eine Kiste stehen dafür? Nee, ne? Doch. Nee, doch nicht. Nö, hatte ich mal. Nö, gibt's keine. Passt trotzdem. Ja, sieht gut aus mit Holz. Sieht gut aus. Hier kannst du schon mal einen Motor rausnehmen, ne? Dann kannst du hier gleich auch so ein Teil bauen. Ja, dauert noch ein bisschen. Oh, die sollte ich vielleicht mal auf 1 begrenzen, weil es sind 500 Stück immerhin. Ja. Ja gut, warte mal. Wenn hier mit den Robotern kommen, dann brauchst du die wieder. Ja, weil da brauchst du ja auch noch die roten Motoren und. Ja. So, sehr schön. Mining Tools, da ist er doch. Der gute Pressdufthammer. Jawohl. Jetzt macht auch das Wald um Holzen wieder Spaß. Oh, ihr habt ja oben keine Kohle mehr für Stahl. Gar kein Problem, gar kein Problem. Machen wir das mal weg, dann teilen wir mal die Kohle auf. Oder warte mal. Meine Nase juckt. Ah. 120 Stück, passt. So, dann teilen wir die auf. Dann könnt ihr ein bisschen Stahl produzieren. So, was habt ihr denn? Etwas länger zu tun. So, 1000 Schienen sind auch schon fertig. Die werde ich jetzt auch demnächst brauchen. Beziehungsweise, die kannst du ruhig mal noch eins erhöhen, ne? Also auf 2000. Auf 2000, okay. Ja, ja, weil davon, wenn man mal eine Strecke baut, stimmt, bist du froh, wenn du genug hast. Ja, genau.
Stimmt. So, dann Stromnetz 2 kann ich nicht machen. Ah, schade, schade. Lithium. Ja, Lithiumverarbeitung. Jetzt wird's lustig. Brauchen wir, glaube ich, sowieso für die Batterien. Nee, nicht für Doch. die normalen, für die zweite Stufe Für der die zweite Batterien. Stufe, ja, die brauchen wir. So, ich baue mir jetzt erstmal so eine Sammelkiste hin. Wo stelle ich den hin? Für den ganzen Schrott da. So, was brauche ich nicht mehr? Das kommt weg. Das. Gott. Das. 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 So viel Scheißdreck nochmal drin, ne? Ja, das lässt sich bei dem Spiel aber auch nicht wirklich vermeiden. Nee. Definitiv nicht. So, Eisen hole ich mit. Ach, ich habe ja noch Holz. Nee, Holz brauche ich, Holz brauche ich. Ach, die Strommasten kommen weg. Ansonsten. Das kommt weg. Ja, gut. Jo, passt. So. Genau, für den. Für die blauen Fläschchen, die muss ich jetzt auch bald angehen. Sind die nochmal? Unter dem Flaschensymbol. Ne, das sind Ah, und Glasflaschen. ja, dann sind sie noch nicht geforscht. Ich glaube, du musst Batterie erforschen dafür. Naja, Batterie ist es gewesen, ne? Ja, genau, die sind Unterbatterien. Ja gut, ist eh nur noch die Chemiefabrik. Und da kann ich die Batterie bauen. Komm, gib Gas. Lithiumverarbeitung. Ach, ich freue mich schon wieder auf das Lasergewehr. Das Lasergewehr, da freue ich mich wieder drauf. Da habe ich schon die. Ah ja, Tatsache. Forschungsgeschwindigkeit habe ich sogar schon gemacht. Okay. Ah, da unten waren die Schienen, gut. Einfach mal alle nehmen. Ja, mach du nur, mach du nur. Ich ignoriere jetzt auch diese Fluoritfelder hier oben, ne, weil das sind, wir haben so viel Fluorid hier auf der Karte. Ja, definitiv. Weil ich weiß noch, wie es früher war, wenn du einen Reaktor mal gebaut hast oder so, da brauchst du den Scheiß fast gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Was wollte ich jetzt erbauen? Batterie, ne? Das war mal der Plan, ja. So, Kunststoffe, genau, die brauche ich auch noch. Die werden aber jetzt diesmal aus Harz oder so hergestellt, glaube ich, ne? Was? Kunststoffe, ja. Oh Gott. Petroleum und irgendwas, glaube ich, noch war es. Harz oder so. Woher brauchen wir noch mehr Holz? Ja, deswegen sind wir ja froh, dass wir da unten so eine Produktion haben. Ja. Das ist ja scheiße, dass sie jetzt auch Harz brauchen. Oder? Ich muss noch mal gucken, aber ich glaube, es war diesmal Harz mit dabei. Ah, nee, sieht man leider nicht. Ah, siehst du Ah, weil es noch nicht. nicht geforscht ist, genau. Wenn ich drauf. Ah, nee, Chlor! Scheiße, Petroleum und Chlor. Nee, oder? Das wird lustig. Schalalalala. Hast du wieder eine Weltkarte voll mit Scheiße hier rumstehen? Definitiv. Na gut, Chemie war früher mein Lieblingsfach gewesen. Warum denn nicht? Ich finde Chemie eigentlich auch recht interessant so. Naja. Und das meine ich diesmal nicht ironisch. So. Welche abreißen? Brauche ich nicht mehr. Gut.
Komm, ich spar noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer Ich geht hab's noch rein. gerade auf den Lippen liegen gehabt. Oh, ich habe die Kiste nicht begrenzt. Machen wir hier so auf 2, genau, auf 2. Oh, es ist doch viel angenehmer, jetzt den Wald umzumähen. Ja, doch, solange man wirklich keine Robots hat, ist das das beste Werkzeug, was du haben kannst. Ja. Gut, man könnte auch den Befehl eingeben, aber. Nee, 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 nee. Achso, ich dachte schon, wieso wird hier kein Stein mehr abgebaut? Aber da waren die Öfen ja schon fertig gewesen, also die Minen. Okay. Was mache ich denn da jetzt? Gut, 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 gut. Dann machen wir das so, so, so. Auf geht's. Hopp, hopp. Oh, Steine. Muss bald eine Mauer bauen. Ich freue mich auf die Bob-Enemies. Das wird lustig. Ja, vor allem später, wenn die dann noch aggressiver werden. Ja. Da ist dann nichts mehr mit Kuscheln. Aber wir haben ja schon in der Vergangenheit gezeigt, Gegner sind für uns ein Witz. Ja, mit der richtigen Ja. Ausrüstung. Ja gut, selbst damals waren wir jetzt nicht so krass OP, aber. Ja gut, wir hatten ja damals ja die Supermunition gehabt und dann war es ja locker easy gewesen. Und Selbst mit den Uranium-Shells machst du hier die ganze Welt platt. ja, definitiv. Also es ist scheißegal, ob du Supermuni oder Uranium-Shells nimmst, die hauen einfach weg. Und vor allem habe ich jetzt mal gesehen, nachdem du mir gestern ja die Modliste durchgegeben hast. Ich freue mich auf die Atombombe. Endlich mal eine Waffe, wo man denen zeigen kann, was man von ihnen hält. Ja gut, du musst nur bedenken, die haben halt 1000 Explosionsschaden. Es geht eigentlich. Aber hast aber Nur? Maga ja, aber du hast aber Das eine ist ja Magaz langweilig. hast aber Magazingröße von 1000. Was? Ja. Schmeiß mir 1000 Nee, Nukes durch die. Entschuldigung, Magazingröße von 10. So. Okay. Also es Ja, kann weiß. schon heftig werden. Ja, du, ich gehe auch so, dass nachmittags mit 10 Atombomben in der Tasche einfach mal durch die Stadt spazieren, ne? Ja, warum dann nicht? Naja, klar. So Ja. groß sind sie doch gar nicht Spätestens wenn die Folge draußen ist, steht bei mir das SEK vor der Tür. mehr. Ja. Was? Atombomben? So, man merkt schon wieder, ich bin hier, ne? Jo, jo, nur etwas. Oh, habe ich schon mal einen Denkfehler gemacht. Oh, ganz böse. Wieso wird hier nicht. Was fehlt dir jetzt? Dir fehlt Lötzinn? Und dir fehlt. Okay. Dir fehlt der Harz, stimmt ja. Ah, okay, da muss ich auch noch. Gut, das habe ich auch vergessen. Das wollte ich noch tun. Oh. Mich hat sowieso überrascht, als ich durch Zufall halt wieder gesehen habe, okay, du machst wieder neue Staffel Factorio. Und als ich dann gesehen habe, du hast Bob drauf, dachte ich mir, oh mein Gott. Solo und Bob, oh. Ja, das ist. Das ist echt eigentlich ein Multiplayer-Mod, ne? Weil wenn du das allein machst, du wirst irgendwann so bekloppt in der Du Birne. wirst bekloppt. Am Weil du Anfang. denkst, Am es Anfang. läuft und nein, das brauchst du noch und nein, nein. Ich sag mal, am Anfang wird man bekloppt dadurch. Aber wenn man später die Roboter hat, dann ist es eher nochmal eigentlich easy, wenn man es so nimmt. Definiere Ja gut, du easy, ne? brauchst ja eigentlich schon nur, ja, denen nur den Befehl zu erteilen, hör mal zu, mach das und das. Ja, Fertig. klar. Aber bis du mal so weit bist, meine ich, die ganze Säure, die ganzen Ja gut, okay, Liquids das stimmt. und da brauchst du dann die Scheiße und dort brauchst du den Müll. Boah. Also ich weiß, wo ich das einmal solo gespielt habe, so alleine für mich. Ey, ich hätte am liebsten meinen PC gegen die Wand geworfen. Ja, definitiv.
Vor allem, er spielt halt stundenlang und hat irgendwie immer noch keinen Fortschritt. Ja. So, okay. Nein, ich will damit nicht sagen, Bob ist schlecht. Ich will damit einfach nur sagen, es macht euer Gehirn platt. Es ist stressig. Es ist sehr, sehr stressig. Ja, definitiv. So, okay. Batterie. Und wenn die Batterie fertig geforscht ist, ist ja die Folge auch wieder vorbei. Ja, kaum ist das Soll wieder da, gibt es wieder eine 45-Minuten-Folge. Ah ja, so muss das, ne? Oh mein Gott. Ich komme doch nicht her wegen Kleinvieh. Ah, okay. Oh, Strom. Ich dachte schon, wieso sind die Greifarme so langsam? Ups. Was hast du da angeschlossen? Keine Ahnung. Weil noch haben wir kein Joke laufen, wo, was weiß ich, 10.000 Megawatt irgendwas braucht. Ich habe mir gerade wieder die alten Folgen mal angeguckt, als wir da mit den Atomen getestet haben. Wo du da die Maschine angeschmissen hast, die hat, was weiß ich, 120 Megawatt gefressen oder so. Das ist so übel. Ach, ja. Unglaublich, ich habe hier tatsächlich noch mehr Uranit gefunden. Ey, das Zeug ist hier echt alles verpestet. Ja. Definitiv. Ich glaube, ich werde nachher mit den Mining-Tools die Dynamit-Dinger erfinden. Und einfach mal die ganzen unnötigen Erzen, die wir sowieso nicht nutzen, stimmt, wegsprengen. Die kann man weghauen, ja. Ja. Stimmt. Das ist eine gute Idee, eigentlich. Dann sieht das Ganze irgendwann auch mal wieder sauber aus. Ja. So, jetzt brauche ich nur Reifarme. Oh, wisst. Oh, ich habe kein Holz. Was? Ich habe kein Holz. Wie, du hast kein Holz? Das ist ja fast nicht glaubbar. Was fehlt denn mir? Ah, okay. Ja, die habe ich ja weggepackt. In die Kiste. Klar. Nee, immer noch nicht. Ach, die brauchen... Nicht genug Komponenten? Hä? Achso, ich habe kein Kupfer. Doch, Kupfer habe ich. Wieso stellst du mir das nicht her? Was? Ich habe Kupfer, ich habe Holz. Und normalerweise müsstest du mir doch das da herstellen können. Diese grundlegenden Partien. Das verstehe ich jetzt ja gar nichts. Hm. Wieso stellt ihr mir jetzt da keine grundlegenden Partien in der Dings her? Fehlt die Holzplatte. Hä? Hast du irgendwie versehentlich was abgeklemmt? Nee. Ich kann die nicht mehr Dings mal im Inventar. Okay. Weil der zeigt mir immer wieder an, es würde Holzplatten fehlen, obwohl ich Holz habe. Ist das Holz verbuggt? Kann das sein? Normalerweise nicht, also es lief ja gestern alles gut. Ja, ich verstehe jetzt ja nicht, wieso das bei mir jetzt nochmal nicht funktioniert. Batterie ist beendet, okay. Weil ich will noch gerne noch den Strom alles anzapfen. Nicht. Hm. Es fehlen mir die grundlegenden Platinen. Ich kann die auch nicht mehr so nah aus der Hand herstellen. Holz. Kann ich herstellen. So, und dann? Wo ist denn die Scheiße? Holzplatten? Lol, okay. Er produziert... Also wenn ich die grundlegenden Platinen in der bei mir herstelle, zeigt er an, Holzplatte fehlt, ja? Also rot ausgegraut. Aber ich kann aber welche herstellen, obwohl ich Holz habe. Hä? Ja, ganz komisch. Das verstehe ich jetzt nicht. Ansonsten muss ich da gleich mal wieder Spiel neu starten. Hm. Seltsam. Gehe ich nochmal nicht. So, was wollte ich bauen? Yuki Energy.
Fehlt mir Eisen. Hast du gerade gespeichert? Nö. Das ist bei mir ausgestellt. Speichern. Okay, aber irgendwie war da wie so ein Speicherbildschirm. Kommt gleich wieder Synchronisierung. Oh, bitte lass es sein. Bitte. Wäre ja nichts Neues, ne? Wäre nichts Neues, das stimmt. So, oh. Okay, das hätten wir mal. Jetzt brauche ich nur noch Wässer. Ja, das Lustige ist ja, diese Wasserpumpe, die ist extra bei Strom. Da habe ich bis heute nicht den Sinn verstanden. Ja. Eigentlich ist das ja mehr oder weniger so ein Allgemeinartikel, ne? Theoretisch, ja. So. So, es wird wieder ein bisschen Strom produziert. Bumm. Gut. Gut. Dann wäre ich soweit fertig. Oh, ich habe ja noch jede Menge Kohle noch einstecken. So, das kommt weg. Steine, ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser Folge. Haben wir das erste Mal mit dem Soul dabei. Jo. Lange, lange ist es her, wo wir wieder gespielt haben. Es wurde mal langsam wieder Zeit. Ja. Gut. Du hast ja auch laut genug gerufen, hast du ja. Also bin ich dann einfach gefolgt. Genau. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.